Baratango-Tanz. So, jetzt kommt Cassandra mit dem letzten Tanz und ich lieb... Wow, es wird leidenschaftlich. Sie sieht gut aus. Ich mag diese. Ich finde, die hätten nur so tanzen sollen. Also so klassische... was ist denn das für eine Musik nochmal? Tango, Argentina Tango, Go Town Project. Sehr cool. I like. Ich find's gut. Ja, es ist halt schwierig, ne? Sie ist, also, Cassandra ist halt sehr in diesem Ausdruckstanz drin, ne? Also wirklich so dieses Impression und diese kontrollierten Sachen sind natürlich ein bisschen schwierig. Also es geht manchmal aus der Richtung, aber ich finde, bisher macht sich's eigentlich doch ganz gut. Also mir gefällt, ich mag diese klassischen Tänze lieber als das andere. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil es klarer ist zu verstehen. Und ja, sie ist im Hintergrund ist Feuer, also es flackert Feuer. Das Bühnenbild ist das Paris? Tango? Nee, Tango ist nicht Paris. Argentinien. Argentinien, oder? Argentinischer Tango. Sie macht es auf jeden Fall gut. Ich finde, sie sieht gut aus und ich mag sie ja sowieso sehr. Am liebsten mag ich an ihr, wenn sie Interviews gibt und eben nicht spricht und jemand sie synchronisiert. Das finde ich irgendwie total spannend. Ich weiß auch nicht warum. Ich glaube eben diese Tunnelfunktion und irgendwie ist es ja auch immer so ein bisschen anstrengend, wenn so Leute sich so darstellen und ihre Emotionen so preisgeben im Fernsehen und da sie das halt eben nur über so eine